habe mal in meinem Community-Tab gefragt, ob ich so ein Format machen soll, denn nicht in jeder mag komplette Reviews. Dennoch möchten die Leute, die diese kompletten Reviews nicht gucken, auch mal ein paar neue Produkte kennenlernen. Und das soll hier so ein Video sein, die habe ich schon ein paar Mal gemacht und meine Zuschauer wollen das so. Und ich würde sagen, wir legen los nach dem Intro. Lasst uns loslegen mit der Pink Cream von No. Und die mag ich echt gerne. Das Problem ist bei mir natürlich immer, ich habe immer ein paar Sachen auf und ich kann nicht so wirklich regelmäßig nehmen. Wenn ich so Produkte noch nicht vorgestellt habe, dann teste ich die natürlich 4 Wochen lang und lasse meine anderen Sachen links liegen. Aber wenn ich sie dann mal vorgestellt habe, dann kommen sie ein bisschen in den Hintergrund. Und wenn es gar nicht funktioniert, also weil ich halt wie gesagt, ich kann mir nicht alles immer aufs Gesicht machen, dann schenke ich gerade so Produkte, von denen ich überzeugt bin, weil sie einfach eine gute Qualität haben, schenke ich sie her. Aber die werde ich nicht herschenken. Sag ich schon gleich, weil ich liebe die. Das ist, glaube ich, und ihr könnt mich gerne verbessern, eine der ersten Cremes mit Ceramiden in der Drogerie. Es hat sich jetzt inzwischen schon wieder einiges geändert und Catrice bringt einiges raus, was richtig nice ist. Aber ich glaube, das war somit eine der ersten. Und ich liebe ja No-Produkte so oder so. Und wenn ihr jetzt in diesem Video Produkte nochmals näher kennenlernen möchtet, werde ich euch eine Playlist von den letzten 5 einfach machen, die ich vorgestellt habe. Und da guckst du einfach unter dem i. Und wenn du mehrere Informationen zu der Pink Cream haben willst, guckst du mal unter das i und schaust dir das Video an. Denn die ist halt wirklich auch schön. Also man hat so dieses Gefühl von einer Versiegelung. Nicht so heftig wie bei der von Colibri, ne? Also bei der von Colibri hast du halt 5 Ceramide drin. Hier ist nur Ceramid MP drin. Was heißt nur? Das ist schon ein echt großer Schritt. Aber da habe ich das schon auch. Ich habe allerdings mit diversen Formulierungen an Cremes so ein bisschen Probleme. Die legen sich bei mir so auf die Haut und du musst ein bisschen länger cremen. Besonders wenn du drunter halt noch eine leicht feuchte Haut hast, dann braucht es bei mir ein bisschen. Und das hat die auch. Es liegt aber nicht an der Creme, sondern es liegt an meiner Haut. Ne? Und die ist echt mega gut. Die ist ihr Geld auch wirklich wert. Hautpflege muss nicht viel Geld kosten. Aber wenn du so ein kleines Goodie dir mal leisten möchtest, nimmst du mal die Pink Cream von No mit. Da bist du halt echt an der richtigen Stelle. Ich habe früher sehr viele Parfums gehabt. Also viel Hugo Boss, Hugo Woman, Hugo Deep Red, da habe ich glaube echt alle gehabt. Boss Orange hatte ich auch, ich hatte wirklich fast alle, ne? Außer die neuen natürlich jetzt nicht. Als ich dann Veganerin wurde, war das für mich schon so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, da gab es nichts Gescheites, ne? Also keine Düfte, die irgendwie eine Qualität haben, die irgendwie Kopf, Herz und Basisnote hatten. Das ist jetzt die zweite Marke, die ich kennenlerne an, nee, die dritte, die so Duftzwillinge rausbringen und Divine ist in Spanien. Die Flaschen sind ein bisschen größer und ich weiß noch, dieses, das ist jetzt Hugo Woman, das riecht auch nicht so mega aufdringlich. Das ist so ein Duft, den du halt jeden Tag verwenden kannst. An dem ist mir halt wirklich aufgefallen. Vielleicht ist es die Kombination, vielleicht hatte ich einfach nur Pech oder so. Das riecht kaum. Also ich habe mich in der Zeit, wo ich das getestet habe, wirklich eine Zeit lang überparfümiert. Und keiner hat es mitgekriegt, dass ich mich überparfümiert habe. Also wirklich diesen, ja, das mache ich normalerweise wirklich nicht. Ich würde der Marke Divine aber trotzdem noch mal eine Chance geben. Ich habe auch noch eins, was ich vorstellen möchte, weil ich habe noch einen Duft, den hatten die mir da mitgeschickt. Den möchte ich gerne noch testen, weil der riecht echt gut. Was ich an den Divine-Düften nicht mag, ihr seht ja, wenn ihr da mehrere habt, die Flaschen sehen alle gleich aus. Und nicht in jeder hebt immer den Karton auf. Da geht halt das Etikett weg. Da musste ich dann selber mit dem Stift die 97 draufschreiben. Ist an sich kein Problem, kein Ding, aber wieso macht man nicht unten irgendwie einen Aufkleber oder so? Dann ist die Sache halt echt geritzt und ich finde es halt schade.
Na, dass das halt da weggeht. Ansonsten die Optik von der Flasche ist echt schön. Das mit dem Holz und so. Klar, es geht immer noch ein Ticken schöner. Aber deswegen sind die Düfte halt eben auch günstiger als andere. Die Weine kann ich euch empfehlen zum Ausprobieren, weil die Düfte halt eben auch vegan und tierversuchsfrei sind. Einfach mal testen. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass alle jetzt so leicht daherkommen. Ich probiere noch mal einen Duft aus, einfach mal um zu gucken, ob es generell die Marke ist oder ob es vielleicht, wie gesagt, an den Düften an sich lag, die ich mir rausgesucht habe. Und ich werde euch auf jeden Fall davon berichten. Das ist halt wirklich so ein jeden Tag Body Mist für mich. Riecht gut, gerade so frisch nach dem Duschen kommt es halt mega gut, aber es ist halt an sich doch ein Parfüm und man erwartet von einem Parfüm halt doch ein bisschen mehr, ne? Also so geht es zumindest mir. Von No, das ist übrigens aus dieser großen Bestellung, die ich da mal getätigt habe, gibt es auch eine Peeling-Serie, also so ein Waschgel und das ist das Serum davon mit AHA, aber mit Milchsäure und PHA. Und das macht die ganze Sache verträglicher für die Leute von euch, die ein bisschen empfindlichere Haut haben, gerade Menschen mit trockenerer Haut, die vertragen halt nicht so viel wie jemand wie ich, der halt einfach eine fettige Haut hat. Die ist meistens ein bisschen widerstandsfähiger. Und jemand, der sich generell nicht so wirklich an Säuren traut oder noch gar keine Erfahrungen gemacht hat oder schlechte Erfahrungen mit Säuren gemacht hat, für den ist das was. Die ist wirklich verträglich. Also das ist wirklich gut formuliert. Klar kommt es auch so ein bisschen auf den Konsumenten an. Bei Säuren musst du aufpassen. Säuren musst du in deine Pflege einschleichen. Ich habe mal so PA-Samples gekriegt von Paula's Choice. Ist schon ewig her. Und ich habe die Säuren jeden Tag angewendet. Klar hat es mir irgendwann das Gesicht fast weggeätzt. Das geht nicht, ne? Also du musst schon so ein bisschen auf deine Haut achten, ein bisschen gucken, so, was macht sie so? Und ihr halt einfach Zeit lassen. Wenn es nur mit einmal pro Woche getan ist, dann ist es halt nur mit einmal pro Woche getan. Und wenn du es zweimal machen kannst, super, ne? Meine Haut, wie gesagt, also verträgt schon recht viel. Aber ich habe halt, wie gesagt, auch eine fettige Haut. Ne? Also von dem her. Das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Es ist ein tolles Produkt, es ist ein klares Produkt und es lässt sich echt gut auftragen. Na, also da braucht man keine Angst haben und es wirkt halt echt gut. Das mag ich an diesen No-Produkten. Die sind halt nicht so BÄM, sondern es wirkt so unterschwellig, so wie das Waschgel auch und das mag ich wirklich gerne. Nachkaufen würde ich es jetzt nicht, weil es gibt echt viele Säureprodukte auf dem Markt. Und da kaufe ich mir meistens keins nach, weil es ständig irgendwelche neuen gibt. Ja, kennst du das Produkt schon? Wie gesagt, wenn du dich für Produkte näher interessierst, guckst du unter das i, da ist eine Playlist. Dann kannst du dir nochmal das komplette Video zu dem Produkt angucken. Die Marke Q&A ist mir ins Auge gefallen bei Bashenya. Was Neues bei Rossmann. Rossmann habe ich nicht direkt vor der Haustür, aber wenn die Schenja mal was zeigt, so, dann lohnt es sich halt schon mal wieder zu Rossmann zu gehen. Ich habe mir gedacht, nimmst mal das Hyaluronserum mit, habe kurz gecheckt, wie so die Inhaltsstoffe sind, dachte mir so, ach, nichts Weltbewegendes, aber probier's mal, weil so Marken, die eben ohne Duftstoffe arbeiten, die willst du mal unterstützen. Beim zweiten Mal, als ich bei Rossmann war, habe ich die Marke mal nochmal gecheckt, weil mich eigentlich auch das Waschgel interessiert hat. Und da ist Mikroplastik drin. So wird man auch so ein bisschen getäuscht, weil man denkt, ah, die verzichten schon auf Duftstoffe, die werden wahrscheinlich auch auf Mikroplastik verzichten oder Kunststoffe in der Kosmetik. Das Serum kostete 8 Euro. Ne? Also. Ich wollte es auf jeden Fall testen, um mitreden zu können. Ich wusste schon gleich, als ich die Inhaltsstoffe gesehen habe, brisant ist es nicht. Im Moment verwende ich das tatsächlich auf der Kopfhaut. Da ist es ganz gut anwendbar, weil es halt recht flüssig ist und es klebt halt gar nicht. Aber es ist halt, was soll ich sagen, es kann halt nicht viel. Es kostet 8 Euro, wenn man sich dieses Isana-Serum von der Hauseigenmarke anguckt, dieses Performance Perfect, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es auswendig heißt.
anguckt, da zahlst du 5 Euro. Da hast du wesentlich mehr Inhaltsstoffe. Das ist viel besser formuliert und es ist halt günstiger. Und es ist im gleichen Regal, wenn du Glück hast, ne? Greifst einfach drunter. Meistens sind die Sana-Produkte immer unterhalb des Regals, da wo halt die günstigeren Sachen stehen. Oder je nachdem. Also ich glaube, danach kann man gar nicht mehr so richtig gehen. Und hast dann halt ein besseres Serum für weniger Geld. Das macht das halt relativ unsinnig, ne? Also ich schätze solche Marken, die eben darauf achten, keine Duftstoffe zu verarbeiten und da halt einfach eine Runde schlauer sind wie manch eine Marke in der Drogerie. Es gibt ja immer noch nicht so mega viel, es ist mehr geworden, aber es gibt immer noch nicht so mega viel. Und von dem her, ich habe noch so ein Gesichtswasser von Q&A, das teste ich auch gerade, da möchte ich echt auch noch was dazu machen. Nicht alles ist schlecht an der Marke, absolut nicht. Aber so das Serum hat mich eher schon also nicht frustriert, weil ich wusste ja, auf was ich mich einlasse. Aber erwartet habe ich nicht viel und ich habe auch nicht viel gekriegt, muss man wirklich sagen. Letztes Produkt im Bunde ist das BHA, also 2% BHA von Colibri. Das ist das aus meiner Bestellung aus dem letzten Jahr und das liegt einfach daran, ich habe so viele Säureprodukte zwischendrin aufgehabt, dass ich nicht noch ein Säureprodukt aufmachen wollte. Und das war halt noch in meiner Reserve. Und BHA mag ich echt gerne, ist aber die Säure, die mir irgendwie am wenigsten bringt. Also schön in Kombination mit AHA funktioniert es auch natürlich echt mega gut. Aber ich würde mir generell jetzt kein BHA-Produkt alleine kaufen, weil ich bin jetzt nicht jemand, der mega Pickel hat. Ich habe Unterlagerungen, ja, und da kann das auch helfen. Und ich habe vergrößerte Poren, da kann das auch helfen. Aber ich komme ein bisschen mehr mit AHA vom Effekt her zurecht. So dieser Effekt von fettiger Haut, also die Kombination Niacinamid plus Säure, das ist meistens BHA, wo am besten funktioniert. Das arbeitet für mich, also die Kombination. Da habe ich weniger fettige Haut. Funktioniert bei mir 1A, ne? Also wenn ich wirklich merke, so, dass meine Haut zu fettig ist, dann verwende ich wirklich BHA und Niacinamid und bin wirklich auf der sicheren Seite und kann wirklich sicher sein, so, das wird heute nicht so mega speckig, ne? Gerade wenn du irgendwie unterwegs bist und du weißt, und deine Haut wird mit der Zeit so ein bisschen speckig, dann passt du deine Gesichtspflegeroutine in der Richtung dann schon an. Bei mir funktioniert das, ich kann es nicht als allgemeinen Tipp rausgeben. Bei mir funktioniert das Säure plus Niacinamid und da habe ich halt einfach weniger Probleme, was fettige Haut betrifft. Diese Säure wirkt besser bei Menschen, die zu Pickeln neigt. Ne? Also die haben da einen größeren Effekt, was das betrifft. Deswegen ist es so nicht meine Hauptsäure, weil die tut irgendwie am allerwenigsten was für mich. Dass die AHA-Säure, die hat so ein Glow bei mir ins Gesicht, zaubert schon ein bisschen besser. Aber dennoch bin ich froh, das Produkt zu haben und ich wende es sogar ein bisschen auf der Kopfhaut an, weil meine Kopfhaut ist ein bisschen schwieriger als mein Gesicht. Und da teste ich gerade so ein bisschen aus, wie das so ist. Also bis dato finde ich es gar nicht mal so übel. Das Produkt hat 30 Euro gekostet. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, Gesichtspflege muss nicht teuer sein. Du kannst das wirklich recht günstig gestalten. Aber kannst dir auch mal so ein Goodie leisten, was 30 Euro kostet, wo du halt wirklich bei der Größe, wenn du das nur zweimal die Woche anwendest, hast du eigentlich das ganze Jahr was von in der Flasche. Ne? Und da passt es dann auch mit den 30 Euro. Man muss ja nicht 100.000 Produkte haben, wie ich jetzt, sondern da reicht halt dann ein Produkt und das wendest du dann immer wieder an. Und da entsprechen auch 30 Euro sind da voll in Ordnung. Das ist eh allgemein so bei den Colibri-Produkten. Du kriegst immer so große Produkte und eigentlich brauchst du nicht so viel. Und so ist es halt an der Stelle auch wieder. Das werde ich leer kriegen, definitiv, aber es braucht ein bisschen. Bitte zeig mir beim nächsten Mal, ob du dieses Format cool findest. Also zeig das auf jeden Fall in Form eines Daumens. Und wenn du die Produkte kennst, die ich heute vorgestellt habe, kannst du mir gerne immer unten in den Kommentaren schreiben. Wenn du dich näher für ein Produkt interessierst, ich habe
einzelne Videos zu den Produkten gemacht. Du guckst unter das i, da findest du eine Playlist mit allen Produkten und allen einzelnen Videos dazu. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.